August im Jahre 1974. Es ist früh morgens und ich stehe hier mit einer Bär in Tallinn am Start. Aber es ist etwas sehr Merkwürdiges. Meine Originalbesatzung ist ausgestiegen. Und ich habe neben mir einen Co-Piloten einer zivilen Fluggesellschaft, und zwar der polnischen Lodge. Aber nicht nur das. Ich habe obendrein noch einen Kommandanten, einen Oberst. Er hat zwar Luftwaffenuniform an, aber der kommt aus einem anderen Verein. Wir haben einen Spezialauftrag. Also fliegen wir erstmal über Warschau nach Berlin. In Berlin landen wir und dort kriegen wir weitere Instruktionen. Ich soll die Küste runterfliegen und dabei den Anweisungen des Towers bzw. der Luftaufsicht der polnischen und nachher der Luftaufsicht der DDR folgen. Flugnummer 1645. Das ist unser Flugweg. Wir sind oben in Tallinn gestartet und fliegen südwestlich runter bis nach Warschau und drehen dann als Iljuschin, als normale Passagiermaschine getarnt Richtung Berlin und landen in Schönefeld. Hier ist unser Navlok. Entfernung 947 Seemeilen, das heißt also mal 1,8 bis Geilenkirchen, das ist schon eine ganz schöne Ecke. Und die geschätzte Flugdauer liegt bei rund 2 Stunden, das ist komplett. Wir brauchen etwas länger wegen der Zwischenlandung in Berlin. Wir machen dort auch eine Übernachtung. Aber man sieht, es geht nachher nur noch um Minuten. Zumindest so, wenn man die Grenze zur BRD überflogen hat. Es gibt auf dem Weg bis nach Geilenkirchen so einige Flugabwehrstellungen. Das ist zum Beispiel die Nike in Erwitte, aber auch die Hawk bei Düsseldorf. Die können uns schon gefährlich werden. Wir haben eine MOS in der Luft zur Unterstützung und bis Düsseldorf sind wir ja als normale Linienmaschine gemeldet. Das heißt, die BRD-Luftwaffe hat ungefähr nach 10 Minuten, nicht mal 10 Minuten zur Abwehr. Mal gespannt, ob das klappt. Zuzüglich zu den Raketeneinheiten kommen natürlich auch noch die Jabos oder die Jägergeschwader, wie zum Beispiel Bölke in Nürnberg. Im Osten geht die Sonne auf und wir fliegen fast südlichen Kurs. Und drehen dann nach 10, 15 Minuten wieder auf Richtung Westen, und zwar Richtung Warschau. Die Polen haben uns weitergegeben und wir sind jetzt im Kontrollbereich von Berlin-Ost, Berlin-Schönefeld und sind über DDR-Gebiet. Wir waren auf dem Flug nie sehr hoch, haben jetzt aber Höhe abgebaut und bauen immer noch Höhe ab. Denn wir befinden uns schon
über der Mark Brandenburg. Wir sind im Anflug auf Berlin und ich drehe jetzt ein. Im Jahr 74 stehen sich die beiden Blöcke, Warschauer Pakt und NATO, mit Atomwaffen bis an die Zähne ausgerüstet gegenüber. Die DDR ist nach kapitalistischen Maßstäben pleite. Aber es kriselt auch im Westen. In Europa gibt es zwar x Währungen, aber sie sind verbunden in einer Währungsschlange. Und die funktioniert durch das unterschiedliche BIP schon lange nicht mehr. Aber Europa wird mit einer einheitlichen Währung, die einigen Politikern wie dem Herrn Kohl so vorschweben, auch damit wird Europa Schwierigkeiten oder sogar Schiffbruch erleiden. Die Geschichte wird es beweisen. Die NATO hat erst kürzlich eine Großübung durchgeführt mit den Pershing-Verbänden und hat dabei einen strategischen und taktischen Schiffbruch à la carte erlitten. Man hat ein modernes Raketensystem auf Fahrzeuge gesetzt, deren Konstruktionsdaten vor dem Zweiten Weltkrieg gelegen haben. Aus Geiz, aus Dummheit, aus Kleinkariertheit, keiner weiß es. Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Und die NATO bzw. die USA setzen wieder auf sogenannte QRAs, Quick Reaction Areas, wo also Waffen abschussfertig stehen, um den Gegner den Erstschlag zu verleihen. Und genau gegen so eine Stellung, so eine Quick Reaction Area, nämlich die des FKG-2 in Asbeck, genau gegen die werden wir fliegen. Berlin, Schönefeld, Flaps down, gear down, final. Wir sind unten, die Maschine ist abgestellt, es geht zum Briefing. Wir werden am nächsten Morgen ganz früh losfliegen. Bis dahin sind wir hier isoliert. Wir dürfen mit niemandem sprechen, mit niemandem Kontakt aufnehmen. An der Maschine wird noch einiges verändert. So wird alles ausgebaut, was man als geheim einstuft. Und das ist in der UdSSR sehr viel. Was drin ist, ist der Transponder, aber der war schon in Tallinn drin. Sodass wir unsere Tarnkappe als Zivilflugzeug aufrechterhalten können. Wenn alles klappt, sind wir von Düsseldorf aus in ungefähr 8 Minuten in Geilenkirchen und haben unsere Aufgabe erledigt. Es ist eine Aufgabe, die im Bedarfsfall unzähliges Leid und Schäden und Tote, Destruktion hervorbringt. Aber wir sind Soldaten. Soldaten fragen nicht. Soldaten haben zu gehorchen. Es gibt Befehle und die soldatische Moral verlangt, dass man sie ausführt. Immer noch, überall und es scheint nie aufzuhören. Wer hier von Charakter und Moral redet, der vergisst die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit fängt auch da schon an, wo ein Polizist einem 12-Jährigen Pfefferspray in die Augen sprüht, weil er sich von ihm bedroht fühlt, anscheinend, oder einer Frau mit flacher Hand ins Gesicht schlägt und das in aller Öffentlichkeit, in einem demokratischen Rechtsstaat. Und hinterher auch noch von der Politik dafür geadelt wird. Also, niemand werfe hier mit Steinen, der im Glashaus sitzt. Soldat ist Soldat. Thank you.
der Nacht beim Überprüfen der Triebwerke wurden Mängel festgestellt. Wir haben Probleme mit ihnen und hoffen, dass nichts schief gehen wird. Leere Male lassen wir die Turbinen laufen, auch auf Vollgas. Und am Ende der nervenaufreibenden Stunden liefen alle vier Triebwerke wieder normal. Diese Schwierigkeiten sind kein gutes Omen für den Flug. Und ich hoffe, wir kommen pünktlich weg. Die Mechaniker haben es geschafft. Wir gehen genau nach Flugplan raus und fliegen über Tempelhof in einer großen Kurve, dann Richtung Helmstedt, Richtung Hannover. Das Wetter, naja, für unsere Aufgabe nicht besonders günstig, denn es ist nur mittelmäßig bewölkt. Wir sind jetzt auf Kurs, das heißt Richtung Westen, und verlassen Berlin. Der nächstgrößte Flugplatz, den wir anfliegen, ist Hannover. Wir haben jetzt Hannover unter uns. Die Kuznetsovs fangen an, Ärger zu machen. Es gibt Probleme. Aber es ist trotzdem noch eine genügende Geschwindigkeit da, sodass wir beschließen, weiterzufliegen. Außer den Problemen mit den Triebwerken haben wir noch ganz andere. Wenn wir die wüssten, würde uns wohl nicht so gut zumute sein. Denn unabhängig voneinander hat ein Hubschrauber aus Bückeburg und eine Transall vom LTG gemeldet, dass hier eine Bär unterwegs ist. Langsam fangen die Mühlen an zu laufen. Das ist der Flugplatz Paderborn. Linke Hand Lichtermöhnesee und wir überfliegen Sassendorf und nach Soest. Wir haben Dortmund erreicht. Alles scheint ruhig. Die Moss hat sich noch nicht gemeldet. Mann, verdammt, am Montagmorgen, wir laufen zu den Maschinen. Niemand sagt, was los ist. Hauptsächlich raus, haben sie gesagt. Die Waffenwarte haben die Zeitweiner scharf gemacht.
Wo ist Lied? Weswegen? Ich höre nichts. Der Wart sagt zu mir, Lied hat eine Verpuffung im Triebwerk. Ich muss alleine raus. Mann, zwei Augen sehen noch viel weniger als vier. Tolle Sache. Funktioniert wieder alles. Gase rein. Shaken können wir hinterher machen. Raus, 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 raus. Im Rausrollen hält mein Wart noch die Bolzen hoch vom Schleudersitz. Okay, das beruhigt ja wenigstens. Der Dank des Vaterlandes ist dir gewiss. Er wird dir ewig nachschleichen und dich nie erreichen. Wollen wir mal sehen, was draußen los ist. Pax, nice to see you, and I hope you had a good time. A good time to see my wits, and this wits with the title The True Story in the Year 1974. I hope I see you again to the second part of this true story. Okay, bye now.